Der Große. Ein besonderes Schmuckstück für die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaitė. Sie erhält den Preis, weil sie trotz der Krise das Vertrauen in Europa aufgebaut hat. Ihr nationaler wie europäischer Patriotismus sei vorbildlich. Lassen Sie uns keine Angst haben vor schwierigen Entscheidungen. Herausforderungen mögen manchmal größer sein als wir, aber wie wir damit umgehen, das macht uns aus. Ich danke Ihnen und bitte Sie um Erlaubnis, den Preis dem litauischen Volk zu widmen. Sie habe Litauen mit einem harten Sparkurs aus der Krise geführt. Das sei ein Beispiel ihres Mutes, so der Präsident des Europäischen Parlaments in seiner Laudatio. Diese Eigenschaft habe sie auch als EU-Kommissarin immer wieder bewiesen. In der Kommission erzählte man sich ehrfürchtig, die Kommissarin sei stolze Besitzerin eines schwarzen Gürtels in Karate. Als Frau, die hart in der Sache verhandelt, aber immer faire Kompromisse anstrebte. Für Dalia gilt wahrlich eine Frau, ein Wort. Für ihre Überzeugung unterbrach Grybauskaitė ihre EU-Karriere in Brüssel. In der Krise wollte sie für ihr Land da sein und die aus ihrer Sicht notwendigen, aber unpopulären Strukturreformen umsetzen. Ihre Vorbilder seien Gandhi, Thatcher und Merkel, sagt sie im Interview mit der Deutschen Welle. Die Bundeskanzlerin ernte wegen ihres strikten Kurses in der Eurokrise zwar viel Kritik, verdiene aber größten Respekt. Während einer Krise, das ist zumindest unsere litauische Erfahrung, kann man die Menschen besser überzeugen, dass Veränderungen notwendig sind und dass wir tun müssen, was nötig ist, selbst wenn das politisch nicht besonders akzeptiert ist oder zu schlechten Umfragewerten führt. Und selbst wenn man die Macht verliert, hat man wenigstens in eine nachhaltige Zukunft für sein Land investiert. Für die Preisträgerin ist die Auszeichnung gleichzeitig eine Aufforderung. Jeder Einzelne, Politiker wie Bürger, müsse seine Hausaufgaben machen für eine bessere Zukunft Europas.